Die Primärzugangspunkte zum Tower wurden durch die Explosion zerstört. Die Pipeline ist beschädigt, aber nicht zerstört. So, jetzt werden wir uns Olivia aber mal schnappen. Dann werden wir der Alt mal ordentlich Einheit gebieten. Ey. So, das auch noch. Was hab ich hier noch? Gut, passt. Im Wartungshanger sind Sprungstiefel. Damit lässt sich die Pipeline überwinden. Ja. Töte Olivia Price. Tja, die Dame, die werden wir uns jetzt nämlich ordentlich packen. So. Dann werden wir der Alten nämlich mal ordentlich Einheit gebieten. Und ja. Dann kann die sich verabschieden von ihrem schönen Leben, würde ich sagen. Wow, Alter. Junge, was bist du für ein Bastard? Alter. Reverend, Alter. Voll der crazy Motherfucker. Der Dreck, Alter. Oh! Nein! Alter Schwede! Ey, der Weg zu Olivia, der ist schon heftig, Leute. Ohne Scheiß, ey. Ich hätte mir den jetzt etwas einfacher vorgestellt, aber okay. Wir wollen uns halt nicht zu einfach machen. Müssen sie nicht. Wir boxen uns den Weg dahin noch durch. Und jetzt bist du dran, du Wichser. Ohne Kopf lebt sich's besser. Der Argent Tower oder Argent Inductor wurde 2127 fertiggestellt und basiert auf einem Prototyp von Samuel Hayden's Forschungsteam. Er ist der krönende Erfolg der USC. Ah, neue Boots, Digga. Okay, jetzt machen wir mal hier mal Party, ey. Argent Energie. Strahlen Sie für die Sache. Drück zweimal Leertaste, um einen Doppelsprung auszulösen. So, damit ich höher komme, okay. Ja gut, so viel macht das jetzt auch nicht aus, wie ich gerade finde, aber okay. Was ist hier noch? Ist doch gerade noch geleuchtet. Na. Okay, mal gucken. Ja toll, wo soll ich da jetzt hoch hier oder was? Da. Die Tür ist zu, Alter. Hallo? Mach die mal auf jetzt. Ey. Ich muss doch da lang. Ich könnte schwören, oder? Das ist diese Herausforderungskacke. Ja, Leute, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Weg zu Olivia hinfinden. Oh. Naja, so geil. Bis jetzt, würde ich behaupten, fand ich die Boots nicht so praktisch. Doktor wurde 2127 fertiggestellt. Oh ja, Junge. Ist doch schön, dass er dann fertig gebaut wurde. Ah, jetzt haben wir es doch geschafft. Perfekt. Ja, da komme ich nicht dran. Aber ich falle da bestimmt gleich runter, Leute. Ja, toll. Hier komme ich auch nicht so weiter. Da aber, oder? Junge Mann, wie soll ich denn da hinkommen, wo die alte ist, ey? Ernsthaft. So, und jetzt? Wird da richtig klettern hier, Junge. Für mich ja fast wie Nathan Drake in Uncharted, wa? Rumspringen, rumklettern, ey. Okay, die Boots haben sich doch bewährt.
schon. Halt die Klappe da oben, Mann. So, jetzt haben wir hier. War mir ja irgendwie klar, dass die uns natürlich fett Dämonen auf den Hals hier hetzen. Wer weiß, was Olivia mit denen für einen Pakt geschlossen hat, Alter. Halt die Fresse. Haha. Geh weg, Alter, nerv nicht. Ey, Olivia muss... Olivia muss es auch einem immer schwer machen, oder? Alter Schwede, ey. Junge, mir schwitzen da gerade ganz schön die Hände, wenn ich daran denke, dass ich da jetzt runtergefallen wäre. Ich wollte da nicht unbedingt jetzt runterfallen und sterben. Das wäre halt echt kontraproduktiv gewesen. Olivia, Olivia, ich bin gleich da. Da ist die Alte. Ja, hübsch sieht anders aus. Sie hat einen Argent-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand ein Portal in die Hölle zu öffnen. Der Argent Tower ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Dr. Hayden. Ich gebe mir ja Mühe, ey, aber die Alte sieht echt nicht hübsch aus. Nicht. Was hat er denn da Hübsches? Willkommen bei der USC, der Heimat des Argent-Energie-Verdrehungssystems von Dr. Olivia Pierce. Wir sind der einzige Konzern, der über diese Technologie verfügt, mit der sich Höllenenergie in Argent-Energie umwandeln lässt. Mit der wird diese Anlage betrieben. Zudem wird sie über den Argent Tower ins Universum gesandt und versorgt so Familien auf der Erde und den umliegenden Kolonien mit der nötigen Energie für ein produktives Leben. Aber dafür ist ein Team nötig. Ein Team von Menschen voller Energie. Potenzieller Energie. Ey, ich wusste, dass es nicht so einfach wird. Tja, mit der Superschrot können wir jetzt einmal hier... Ey, ohne Scheiß, Leute, so eine Waffe will ich in echt mal besitzen, ey. Ey, da kann man ja einfach schön mit. Ey, wie easy man einfach die Leute, die Dämonen jetzt damit wegbauen kann, ey. Ja, okay, die braucht man noch echt, die Waffe. Ich glaube... Oh, fuck. Okay, ganz so easy, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es dann doch nicht. Okay. Nein, 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 nein! Oh. Ey, fuck you. Scheißen Dreck, Jungs. Ja, jetzt dachte ich so, geil, super Schrotflinte, alles wegballern, alles zerfetzen, das ganze Universum zerstören. Ja. Ist zwar ganz nett, die super Schrot, aber... Ich bevorzuge dann für extremsten massiven Schaden doch einen Rocket Launcher. Boah, Alter. Meine Fresse. Und der, ey, ihr Drecksviecher.
Boah, ey. Ja, komm doch. Ey. Bam, 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 bam. Fucking wenig Gesundheit, okay. Alter, ey, die gibt mir so auf die Nuss, diese Alte. Hey, es ist behindert, Mann. Diese Drecksfotze geht einem richtig auf den Senkel. Wenn du rangehst, kriegst du von der auf die Fresse, wenn du im Fernkampf gegen sie kämpfst und kommst, ballert sie dich über den Haufen, ey. Das ist doch Dreckscheiße, ey. Jetzt müssen wir da gucken, dass wir da echt einen massiven Schaden gegen die machen, weil dann müssen wir da richtig ab, wenn wir richtig abkappen. Oh, geh aus dem Weg, Behinderter. Jetzt hier noch rein, ey. Ohne Scheiß, ey. Stirb einfach, du Bastard. Ohne Spaß, Alter. Das ist zu kotzen. Da hat man so eine richtig... Oh, fuck. So eine richtig, richtig krass overhypte Superschrot, ey. Und die... Aber die alte mag anscheinend mein Schrot nicht. Jetzt mal ganz schnell da halt den Garaus machen, ey, bevor die uns nämlich weiter auf die Nüsse geht. Da ist schon wieder eine. Ja. Na gut, dann nehmen wir unsere Explosion jetzt fürs Sturmgewehr, ey. Oh Mann! Geht mir auf die Nüsse, die Alte. Ja, Junge, gib mir auf, Alter, die Nüsse, ey. Ernsthaft. Ja. 100 von diesen Kackfotzen, Freunde. Weil ich sie auch so geil finde. Weil man auch so richtig Bock auf die Alte hat. Wenigstens haben wir jetzt hier Munition. Ja, aber was soll ich hier machen? Ach du Scheiße, ich muss da hochklettern. Ich hasse sowas. Ernsthaft. Hä? Hier hoch komme ich nicht. Hä? So, das ist aber der Raum auf jeden Fall, wo es jetzt weitergeht, oder was? Ja, da unten rumlaufen ist, glaube ich, taktisch nicht so klug, oder? Ja, doch, man kann auch hier unten durchlaufen. Neues Set für meine Rüstung, ey. Endlich. Geht doch. So. Ey, ohne Witz. Die schicken einem so 1.000.000 Dämonen, ey, auf den Arsch. So krank. Oh. Ah, der Rocket Launcher, den haben wir ja schon. Es wäre auch viel zu einfach gerade gewesen, hätten wir Olivia eben schon packen können, ey. Huh.
Ohne Spaß. Hey, what the fuck? Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Alter Schwede. Ja, Alter, die schicken mir hier wieder Aliens. Aliens soll ich schon finden. Ey, Jungs. Ey, man muss den Machern eins lassen. Ey, fuck. Sie haben echt ordentlich eine Menge an Dämonen hier reingemacht. Also man hat hier auf jeden Fall seinen Spaß am Dämonenschnetzeln. Ja, das muss man ihnen lassen. Kurz haben wir den Aufsatz drauf und jetzt geht die Reise rund. Fick dich doch, du Bastardsohn, Alter. Der rechte Bastard, ey. Hält die Schnauze, Mann. Und du jetzt auch, ey, du fetter Hundesohn, Alter. Die gehen einem hier auch mit Dämonen echt auf die Nerven, ne? Also sparsam sind sie nicht geworden. Komm, zeig, was du kannst, Dickerchen, ne? Ja, nichts, wenn ich dir die Fresse wichse. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Oh, super, jetzt haben wir die Abregelung aufgehoben. Ich bin eh fast tot. Ich hole mir erstmal Gesundheit, weil wer weiß, was da nämlich gleich wieder auf uns zukommt. Ich kenne mein Glück, ey. Beenden wir da irgendeinen Scheiß und dann kommen 3 Millionen Dämonen auf uns zu, die uns töten, auffressen und weiß der Geier was will. Puh! Alter Schwede. Hä? Ah, der fällt hoch. Na toll. 400... Meter noch. Ah, super. Wenn ich da drücke, fährt er wieder runter. Dann ich nochmal hier die Rüstung nehmen schnell. Ey, mich verarschen oder was? Ja, komm runter. Das war ein bisschen prompter. So, so, so. Jetzt kommen wir unserem Ziel also langsam näher, würde ich sagen. Ne? Die Energiesignatur des Akkumulators zeigt, dass er sich der Spitze der Argent-Einrichtung nähert. Ja, Mann. Wenn sie den Akkumulator in der Nähe des Argent-Strahls zerstört, könnte sie ein Tor in deren Welt schaffen, das wir niemals schließen können. Ja, ich bin doch schon dabei, Alter. Weiß ja nicht wo.
noch höher. Alter Schwede, Leute, ohne Witz. Jetzt bin ich so weit oben, wie ich mir hochkommen kann. Ja. Ernsthaft hier solche irgendwie so die Klettermax machen oder was? Ernsthaft jetzt oder was? Ja. Boah, noch mehr Dämon oder was, Alter? Ja klar, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als die ganze Zeit scheiß fucking Dämon zu töten. Spiel Doom, Junge. Ja klar, Dämonen. Dämonen. Ja, ich komme. Und dein Schädel ist weg. Und hier. So. Ich hüpfe dann da oben hin. Was kann ich da machen? War schade, ich dachte, ich kann... Boah, Alter, Junge. Ich komm endlich mal runter. Ja, Junge, sag mir doch nicht mal nach, du Gorilla, Alter. Ernsthaft jetzt, Mann. Immer mehr Dämonen, weil euch sonst eine Zeit fällt. Ey, oha. Nerv mich doch nicht, Junge. Ja, Leute, ohne Scheiß. Wir sehen hier gerade, wir sind jetzt auf dem Weg zu Olivia. Wir müssen hier richtig. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Wir müssen hier echt ordentlich Dämonen killen, ey. Das ist krass. Das ist richtig, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, heftig. Was wir hier an Dämonen erledigen müssen. Die Hölle ist gepflastert mit Argent-Energie. Jungs. Es geht bei denen nur schief, ey. Energie. Ja, oh, ich hab jetzt hier noch mal Energie, komm. Immer mehr Munition erstmal. Muni. Zu viel Agent. Ja, bestens, ey. Munition, Alter. Die Hölle ist gepflastert mit Agent-Energie. Ja, und jetzt? Hä? Ach, jetzt muss ich wieder woanders hin, oder was? Boah, alter Schwede. Ich bin die ganze Zeit nur irgendwie hier dumm am Rumlaufen, habe ich das Gefühl gerade. Ja, super unverwundbar, geil. Nützt mir auch gerade so viel. Oh Mann. Mann, wo lang denn, ey? Ernsthaft jetzt, Mann. Und da komme ich her. Oh, wo lang? Oh, wieder 100 Milliarden Kilometer nach oben fahren, ey. Ernsthaft. Ja, Leute, da seht ihr die mit... Jetzt nehmen wir mal, gehen wir mal da drauf. Fahr jetzt hoch, so hoch wie du kannst. Und zwar doppelt so schnell wie ich. Schneller, Mann.
Wenn du im Einschlafen-Modus vorbeikommen willst, dann bist du hier falsch. Meine Fresse. Alter Schwede. Nein! Ja, du Wichser, Alter. Du behinderter, geistig behinderter, affenarschgesindelter Spasti, ey. Ja, fall runter, Alter. Steht schon gerade, hey, jetzt tötet Olivia. Ja, fällt runter. Sehr viel Krüppel. Krüppel der nicht springenden guten Söhne, oder was? Ja, fick deine Mutter mit Argen-Energie, Junge. Steckst du so einen tiefen Arsch und bist die dreckige Platz, ey. Verarschen willst. Juhu, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als zu warten. Oh yeah, lass uns einfach warten. Lass uns einfach warten. Es ist gut. Warten macht Spaß. Warten ist geil. Meine Fresse, was für ein Scheiß. Es wäre, naja, mach das mal so, ist auch gut auf jeden Fall. Hallo, kannst du mal anhalten? Hey, crazy shit, Junge, ey. Ohne Scheiß, ey, dagegen, ja. Dagegen erschien mir Uncharted 4 wie ein Kinderspaziergang. Oh, Spaß, die Mob, ey. Bewegt die sich auch noch, oder was? Aua, au, au, aua, Alter. Ich will doch raus, der Mann! Hurensohn, ey. Voll das geile Ding, Junge. Okay, bist du angegriffen, ey? Dann klemmst du da fest, oder was? Nein! Oh, du behinderter Mann! Fahr nicht runter, du Hurensohn, ey! Du bist, Alter. Fresse jetzt dick, ey. Halt die Klappe, du Arschloch. Was denn, Junge, hä? Ja, ernsthaft jetzt, Mann. Nervt mich doch nicht, Junge. Bring zu Olivia, du Abfallprodukt, ey. Einmal du Fresse, dick Junge, und die brich auch alle Knochen, hirnlose Scheiße, und die auch jetzt. Ja, Junge, schön, hast du chill, Junge. Freust du dich, Junge, weil du jetzt ein Chill. Ja, ist doch gut, Mann! Ja, fick dich doch, du behinderter Bastard, Junge. Hätte ich mehr Leben, Junge, hätte ich dir den Arsch versohlt. Hätte ich dir eine Kugel in die Fresse gewichst, Alter. Ernsthaft. Kein Spaßerlebnis, sowas. Oh, Prinz Olivia, klettere in den Turm hinauf. Und jetzt hier, die Fotze, Junge, kann Fahrstuhl nehmen, oder was, ey. Ich muss mich hier durch Tausende von Dämonen prügeln, ey. Ja, was willst du denn noch, Mann?
Ernsthaft, jetzt bring mich dahin, ey. Ich will die Alte umbringen. Halt die Schnauze. Dein fucking Schild, ja. Wie hält's denn noch aus? Ja, klar, Junge, aktualisiere dein Schild im Sekundentakt. Damit man es erst gar nicht kaputt machen kann. Fresse dick mit euch, ey. Leute, das ist mehr Klettern als Doom. Jetzt gucken, ob da hier... Oh, geh mal weg da. Da kommen wir jetzt nicht hoch. Muss aber... Ah, ich glaube, jetzt habe ich es geschickt. Oh, ja, beeil dich doch, Mann. Ich fahr schneller jetzt. Krüppelding, ey. Ich bin hier irgendwie bei Doomshard oder was? Ohne Scheiße, ich komme mir vor wie so eine Mischung aus Doom und Uncharted. Da war die Kiste. So viel Parkour hätte ich diesem Game echt nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Du verhinderst niemals, dass ich bekomme, was mir zusteht. Was mir versprochen wurde. Ich weiß zwar nicht, was da halt versprochen wurde, aber ich verspreche einen unangenehmen Tod. Öffne die Tore der Hölle jetzt das hier. Das ist nicht das Ende. Doch. Das ist erst der Anfang. Ja, viel Spaß, du hässliches Ungetüm, ey. Wow, als hätte ich es nicht geahnt, bevor Olivia kommt. Kommen noch mehr Dämonen. Oh, wie einfallsreich ihr seid, ey. Halt die Fresse jetzt. Dimensionsereignis der Kategorie 3 in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh Junge, das soll eine super Schrotflinte sein, Junge, super, ist ein Schuss tot bei mir. Junge, ey, was soll man dazu noch sagen, ey, die Macher übertreiben es nicht ein bisschen, ey. Ich meine, geile Gewaltdarstellung, eigentlich super gute Map, wie gesagt, aber alter Schwede, ey. Lad doch die Macher. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alter.
Ja, Leute, wir haben es überlebt. Olivia ist tot. Alles ist geil. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Ausraster gefallen haben, gebt dem Like nach oben. Wenn nicht, ja, gut, dann nicht. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch gefällt, was ich hier mache, lasst ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten auf jeden Fall euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ich bin raus. Haut da rein, euer Brocken.